Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. Bei der GOLU Gesundheitsmesse im Gebäude des Pfalzbaus stellten am Samstag, den 13. Mai, insgesamt 66 Anbieter aus dem Gesundheitsbereich ihre neuen Technologien, Behandlungsmethoden und Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge vor. Darunter waren Pharmaunternehmen, Technologieunternehmen und Therapeuten aus verschiedenen medizinischen Bereichen, die sich auf Behandlung, Prävention, Rehabilitation und Hilfeleistungen konzentrieren. Ja, also was kann man hier finden? Wir haben verschiedene Aussteller, Arztpraxen, Selbsthilfegruppen, Gruppen, die für verschiedene Bereiche in der Medizin notwendig sind, um einfach zu zeigen, was machen wir, was können wir bieten, wie kann man sich informieren. Wir haben auch einen begehbaren Darm hier, wir haben auch was für die Familie, sodass man hier einen Tag verbringen kann, auch mit der Familie, sich zu informieren, essen kann und einfach zusammenkommen darf. Nach eröffnenden Grußworten von der Ludwigshafener Sozialdezernentin Beate Steg und Steffen Giese, dem Vorstandsvorsitzenden von GOLU, standen die vielfältigen Anbieter aus Forschung, Entwicklung, medizinischer Versorgung und Diagnose an ihren Ständen zur Verfügung, um über Produkte und Angebote zu informieren und Fragen zu Heilung und Behandlung diverser Krankheitsbilder zu beantworten. Besonders wichtig ist der persönliche Austausch. Die Bevölkerung kommt selten mit Ausstellern in Berührung. Man hat oft auch Hemmnisse in der Stadt, beispielsweise in einen Seniorenrat zu gehen oder in eine Selbsthilfegruppe wie Depression. Und hier ist einfach die Möglichkeit offen und frei, losgelöst von, ja, man wird gesehen vielleicht oder nicht gesehen, sich seine Informationen zu holen. Deswegen ist diese Plattform unschlagbar und wir haben jetzt knapp nach einer halben Stunde schon gezählt 150 Besucher. Also das Konzept geht voll auf. Die Messebesucher waren eingeladen, ihre Fragen zu stellen und sich über das Thema Gesundheit zu informieren. Das Angebot wurde zahlreich angenommen und es fand ein reger Austausch und Networking statt. Im Erdgeschoss konnte man einen überdimensionierten Darm durchlaufen und sich dabei über diverse Darmkrankheiten ein Bild machen. Auch für Kinder war mit einer Hüpfburg für Abwechslung gesorgt. Ja, also Informationen auf alle Fälle und einfach mal gucken, was alles so gibt, was es für Möglichkeiten gibt bei bestimmten Erkrankungen. Was ich ganz toll finde, da unten der Darm, dass man mal den von innen anschaut, das Modell, finde ich gut. Na, das Hauptziel ist, zu zeigen, dass die Technik einfach vorangeht, dass die Technik nicht stehen bleibt und dass die Technik, die in der Ingenieurskunst weiterentwickelt wird, an den Endkunden ganz einfach durch unsere Kostenträger, durch unsere gesetzlichen Versicherungen durchaus in Deutschland erreichbar ist und möglich ist. Ja, das ist wahrscheinlich sehr individuell. An einem Stand wird es wohl um die Beweglichkeit gehen, bei dem anderen um die Vorsorge mit Medikamenten oder wie kriege ich geholfen, mit welchen Mitteln. Das wird eine ganz große Bandbreite sein, die ich jetzt nicht so einschätzen kann. Aber Senioren haben oft oder neigen dazu, Krankheiten zu bekommen oder auch mal Behinderungen, die nicht so schnell vorbeigehen. Und da kriegt man hier vielleicht viel Rat und Hilfe. Parallel fand zudem ein Ärztefachkongress mit Vorträgen zu vielseitigen Gesundheitsthemen statt. Wir haben ca. 30 Aussteller in der Besuchermesse und ca. 30 Aussteller im ärztlichen Fachkongress, der dieses Jahr das erste Mal eigens implementiert wurde, damit das ärztliche Fachpublikum auch eine Ausstellung bekommt in Ludwigshafen zum ersten Mal. Ja, Networking ist ein Stichwort. Die GOLU ist ein Zusammenschluss des Austauschs und des Kennenlernens und der Zusammenarbeit von Ärzten auf regionaler Ebene. Und da gehört die Fortbildung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, natürlich unverrücklich dazu.